Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Tale of Doris and the Dragon. Mir ist gerade eben aufgefallen, dass ich euch gar nicht die letzte Folge zusammengefasst habe, beziehungsweise das Ende der letzten Folge. Das heißt, wir starten doch da einfach mal damit. Tja, wir haben herausgefunden, dass der gute Greg, also der Diener von dem Manager, anscheinend hier doch ein paar mehr Fäden in der Hand hatte, wie wir zunächst geglaubt hatten. Und dass es hier tatsächlich darum geht, dass die hier, dieses ganze Management-Ding, dass die nicht, dicht gemacht werden. Und anscheinend ist es so, dass unser Norb hier eigentlich doch ein recht erfolgreicher Arbeiter in dem ganzen System war und zumindest immer seine Bürokratie-Sachen, Paperwork, wie heißt denn das auf Deutsch? Hat immer seine Arbeiten rechtzeitig erledigt, hatten erfolgreich. Und dann gab es noch ein bisschen eine Motivationsrede danach. Ja. Und wir wussten jetzt auch, dass Norb explizit den Auftrag hatte, Doris zu begleiten und das ziemlich gut verkackt hat. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Mal schauen, wie sich Norb selber fühlt. Look at me. Pretty majestic. If I do say so myself. Ja, nicht schlecht. Oi, that tickles. Ich weiß gar nicht, kann man sich überhaupt selber kitzeln? Was haben wir hier? Boxes. Boxes of stuff from the old office in management. I'm really glad no one's ever gonna see this mess. Ja, Greg hat's schon gesehen. Well, it's been here this long. I'm not cleaning it up now. Was haben wir denn hier? I don't want to buzz Doris for everything. I know how that feels. Warte mal, wir spielen jetzt nicht ernsthaft komplett Norb. Das wär's ja. Schau. Oh, okay. I'm coming, Doris. Ah, ich wollte eigentlich noch die Cave angucken, aber das haben wir verkackt. No, but he knows the trouble I've seen. Psst, Doris. Norb? Shh, calm down. I'm here to get you out. I thought we were done. Well, yeah, done can mean a whole lot of things. How are we going to get me out? Have you got a plan? No, but you've been walking around picking up stuff that you didn't know you needed. That seems to be working out for you. They've taken all my stuff, so that was going to be my next suggestion. Well, that's no good. I'll have to give you another one of these. Yeah, those TSD. Another TSD? Where did this come from? I've hundreds of the things. You can't move for them in the storage cupboards upstairs. Okay, let me take a look around and I'll see what I can do to get you out of there. Tatsache, wir spielen jetzt Norb. Das überrascht mich dann doch tatsächlich. Ich habe nicht gedacht, wir spielen denn nur ganz kurz. Doris is stuck inside this cell. I'll have to help her. Doris, you okay in there? I'm fine, Norb. Maybe there's something I can do to help. Können wir jetzt den Haken da abgeben? I can't use this on that. Maybe. No. Ach nee, es dürfen wir. I don't think that's. Können wir jetzt hier das Ganze. Okay, ich hab's verstanden. Wir können so wechseln. I can't find anything useful. That's all right, Doris. Leave it to me. Das ist cool.
Und wir dürfen den jetzt auch fliegen. Nice. Front of Building. Cool. So, da geht's also zu Doris Zelle. Da haben wir die Whale-Plattform. Und da haben wir die ganzen Gesichter. Never much enjoyed coming out here. Too many familiar faces. Das war ja fast ein Witz, Norb. How's it going, guys? Has much happened since I've been away? You were never very good at small talk. Ja, das kann durchaus sein, so wie die Uhr. There's nothing I can do to make it work. Ja, stimmt. I don't remember this clock ever working. Ist immer kurz vor 12. Been broken and covered in gunk. Jetzt schauen wir uns mal die. Personally, I've always thought the sands represented the souls passing through management. Each unique grain encompassing years of shared experiences in life. All meeting at this one point and falling into the unknown beyond. But the other dragons thought that was nonsense. So sands of time it is then. Das sind ja verdammt tiefe Gedankengründe. Hier bei Norb. Sag mal, es ist echt schlimm. So cool das hier alles ist, aber wenn du Englisch die ganze Zeit die Texte liest und hörst und auf Deutsch kommentierst, dann beginnt irgendwann dein Gehirn Dinge zu machen, die es sonst nicht tut. Und zum Beispiel vergisst es bei mir generell noch mehr die deutsche Sprache, wie es sonst tut, wenn ich nur auf Deutsch Let's Playe. Das ist abartig. Das ist echt ein ekliges Gefühl. Okay, das heißt, wir gehen hier mal zu der Wahlplattform und schauen mal, was wir da machen können. Hi. Und ein Captain Whale Baron ohne Wahl? Okay. That's Cap. He's an old friend of mine. Ja, dann schwätzen wir miteinander. It is me old pal Norb. What are you doing back here again, boy? I thought you were laid off. I was, and I would love to tell you all about it. But I need your help. How have you been, Cap? Arr, all the better for seeing you, me old pal. I've seen hardly ever heard of anyone from Transitional Support since they gave you the boot. Oh yeah? Michael not been down? Of course he ain't. He's been run off his feet up there without your help. Larry? You never really did get on, did you? Oh, you have no idea, mate. Okay, Larry und Norb konnten sich also noch nie wirklich gut ausstehen. Überrascht mich seltsamerweise überhaupt nicht. Und Michael scheint sowas hier wie die das Mädchen für alles noch zu sein. Aber in einem gut gemeinten Ton. Naja, fragen wir mal, wo ich wollte sagen, wo der Elefant im Raum steht, ja. Oder Wal rumfliegt, weil offensichtlich fliegt er ja hier nicht am Dock rum. I've got no time for idle chit-chat. Where's your prize cow? Oh, Bessie? Oh, that beast has gone haywire again. I can do nothing to get her back. Okay. Where is she? Not a clue. Not even an ounce of a clue. I swear she's pulling in my heartstrings. If she walks out on the old Whale Baron one more time, I swear I'm gonna... Oh, I will help you if you help me in return. That's how this works, right? You're far too kind. What will you be needing from this old Whale Baron? Oh, just a small, really minor thing. I wouldn't worry about it. I just need you to help me break into the keep.
Well, that doesn't sound so... What? Have you gone mad? You'll have me skinned alive! They'll keelhaul me! Okay, it's a big favor, but at least you'll be doing some real pirate work for a change, eh? Real pirate work? I suppose you're right. Well, why did you say so from the beginning? You've got yourself a partner in crime. Nice. Oh, you're a legend, Cap. Hey, well, we've been friends a long time, Nob. Of course I'll help you. Now, just get me my cow back, and I'll do whatever you ask. She be meeting the world to I. Ja, eigentlich übrigt sich jetzt die Frage, wie laufen die Geschäfte, aber wir stellen sie mal trotzdem. Und kurz das Gespräch zusammengefasst, eigentlich ganz nett. Norb bietet an, die Kuh, wie hier der Wahl heißt, einfach wieder mal zurückzubringen und im Gegenzug hilft der Pirat hier, uns ins Gefängnis einzubrechen oder auszubrechen oder wie auch immer man den aktuellen Zustand nennen soll. How's it all? Oh, in all honesty, Norb, it's been terrible. We just haven't been seeing the footfall of late. Oh, that's a shame. I always liked the tour. You may have been our best customer. Oh, so schlecht standen also schon die Dinge. Stay there, Cap. I'll be back. Well, I can't go nowhere without her anyway. Ja, so dumm ist das eigentlich auch nicht. Ach, das ist Norb. Und hier, das scheint irgendwie auch nichts zu bringen. Wir scheinen nicht rein zu können. Können wir irgendwie nach vorne und mit dem, wie heißt er reden? Mit dem Fair... Wie habe ich den letzten Mal genannt? Mit dem Fährmann. Hey Norb, I'm over here. Come talk to me, Norb. Norb. Hello? Hello Norb. Did you listen to the mixtape I sent you? Couldn't find a tape player in management, but I did make sure to really appreciate the thought behind it. That's okay. It was 40 minutes of white noise followed by my least favorite Morrissey B-side. Ugh. Oh, how thoughtful. It took me 3 days. Okay. Also... Eine Mix, unter einem Mixtape verstehe ich auch was anderes, Herr Fährmann. Naja. So, how's the old ferry business going? You know. The same as it has been since the beginning of time. So, well? Up and down. Ja. Doris has been thrown into prison by the manager. Is there anything you can do to help? I'm sorry, Norb. I'm just transport. I have no jurisdiction in management. Do you have any... things I can pick up? Oh. I don't know, really. I've got my boat. That's one of my things. It's a bit big. Yes. And I might need it again soon. What would a ferryman be without a ferry? Good point. A joke, that's what. Anything else? Not that I can think of. I do have this mooring rope, but without it, I'd just float away. Set adrift on a river to nowhere. A
doesn't sound so bad. Really? Does it? Actually, it does sound quite appealing. I was thinking of heading off now anyway. There doesn't seem to be anyone else passing through. I've heard that the outer reaches are quite nice this time of year. Here, you can have it. Was ist das jetzt? Thanks. Take care of yourself. Farewell, Lorb. I do hope they give you your job back. Okay, wir haben jetzt eine Mooring Rope und... Yeah, yeah. Looks a bit choppy out there at the moment. If there's one thing I can promise you, is that you'll never see a dragon going for a swim. We absolutely hate the stuff. Aber schön, dass sich Nob auch noch mit uns unterhält. Ja, gut, immerhin haben wir jetzt schon mal ein Seil. Das können wir allerdings vielleicht unserer Freundin geben. Ich wollte nicht zur Whale-Plattform. Ich wollte zum Keep und das mal abgeben. I think it's tied to something out here first. Tie me up. Not my cup of tea, thanks. Oh. Jugendfreier Witz. I think it's just Ah, Moment. This rope was pretty slimy. It's hard to keep a hold of. Ich verstehe. I guess it's been used to death over the last few thousand years. Ich verstehe, wir müssen erst die Kuh finden. Es beginne ich. Upsa. Habe ich rausgeklickt. Ich beginne nicht damit auch schon, das, den Wal Kuh zu nennen. Können wir hier irgendwie hochfliegen und hier dann noch irgendwas finden? Wäre ja auch. Warte mal kurz. Ah, wir kommen zu den Gardens. Ach, laufen kann er auch. Interesting. Sieht ein bisschen komisch aus, wie so, wenn so ein Vogel läuft. Gut. Gehen wir mal hier rein. Hey, can't you see? I'm in the middle of... Shut it, laddie. Well, well, well. Lucky who it is. Nob's come back for round two. We are not sufficiently ashamed last time. We are not made to feel useless enough. I did important files from management. I can't believe that you're back in here. I just did what I thought was right, Larry. Well, it wasn't right, was it? Do you have any idea? The mess we had to clean up after you left. Everything had to be re-indexed. We still have souls lost in the system. This man was going to be stripped and dumped into the outer reaches. Oh. You're a heartless coward, laddie. And I'm sure that lost paperwork is very new to you. I don't know what you mean. I'm very good with my paperwork. Until people steal it. Hey, Larry, what's the ruckus? You done that paperwork yet? Great timing, Michael. Can't you go away for a minute? Hey, Nob, good to see you. How you been? Oh, I've had better weeks. Where have you been hiding? What have you been doing with yourself this whole time? Look, Mike, I'd really like to talk, but I'm here on very important business. No time, unfortunately. That's all right. Well, we won't tell anyone you've been back, will we, Larry? What? Speak for yourself. I'm gonna... Will we, Larry? No.
We won't tell anyone. See? Take all the time you need, Norb. Thanks, Mike. Hey, you were always one of the good ones. Ich mag Michael. Ja, das heißt, mit ihm reden können wir wahrscheinlich vergessen. Aber wir haben hier noch das, die Enigma-Maschine, mit dem wir Wale fernsteuern können. Schauen wir uns erstmal nochmal Larry an. That's Larry, an old colleague of mine. He was always a miserable sod. Den gibt's wohl in jedem. Larry? In jedem Geschäft, jedem Laden. Nope. So, how's work been treating you? Now, since you've left, I've been given all of your responsibilities. I've been run off me fees. So, in short, not good. Oh, my heart bleeds for you. How are the wife and kids? What? You know I'm not married. I'm just trying to make conversation, Larry. At least one of us is trying to put some effort in. Life zwischen den beiden. This is schön. Catch you later, Larry. I can't wait. Ja gut, dann lass mich doch bitte mal in die Enigma-Maschine. This machine relays all the TSD signals to the devices. Sometimes it upsets the captain's whales. They must communicate on the same frequency. Ah, typical. There must have been a security update. I'll have to work out how to unlock this terminal. Oh nein. Was? Ich erspare euch jetzt an dieser Stelle einfach mal das Keypad-Minigame. War eigentlich relativ simpel, aber ich war einfach zu blöd, irgendwie das richtig zu lösen. Im Endeffekt besteht dieses Spiel aus 3 Stages, wie man auch unten an den roten Knöpfen sehen kann. In der ersten Stage musste man sich insgesamt 4 Zahlen merken. Die wurden auch schön angezeigt und wurden auch akustisch begleitet. In der zweiten Stage musste man sich insgesamt 8 Zahlen merken, die auch akustisch und visuell begleitet wurden. Und in der dritten Stage musste man sich 4 Zahlen merken, aber die wurden nicht mehr angezeigt, sondern die konnte man nur noch hören. Und ehrlicherweise, wir hatten auch ein bisschen Glück dann schlussendlich bei der Lösung, die ich euch jetzt natürlich gleich nicht vorenthalten will. Sieben, neun, zwei, sechs, eins, sieben, eins, sechs. Acht, acht, acht. Man kann auch Glück haben. I'm in. Okay, if I remember correctly, I can just fiddle with this a bit and... Bessie, where are you? The whale baron is worried sick. What do you mean it's not your problem? Oh, okay, you weren't feeling too well. Well, I think that may have been our fault. Someone up here has been using the switchboard to interfere with your transmission frequency. Can you come to transitional support? Thanks, Bessie. See you in a bit. So, ich glaube, wir kriegen das noch hin.